Ich habe 20 Gay-Kisten, ja, mit dem schwulen Namen, den niemand aussprechen kann. Und 10 Croppers. Ich habe die Fäkchen deswegen. Ich hasse das Knife. Und es ist überhaupt nichts wert. Weil wenn man eins bekommt, ist es immer scheiße und das ist dann 30 Euro wert oder 40. Aber es sind halt die beiden roten Skins, sind halt beide ziemlich viel wert. Von daher lohnt sich die Case halt schon ziemlich, auch wenn das Knife halt scheiße ist. Aber man zieht eh kein Knife, von daher ist das Knife eigentlich egal, das kann man eigentlich ausblenden. Und ja, Chroma ist halt die Hyper Beast drin und dann wäre halt theoretisch ein Chroma Knife drin, aber. Naja, wir wissen ja alle, dass das nicht passieren wird, von daher. Naja, wobei die AK ja nicht schlecht ist. Wobei, wenn ich sie echt ziehen würde, würde ich glaube ich die Wasteland Rebel behalten, weil irgendwie finde ich die besser. Also ich hatte die ja gestern in dem Game und da war die echt nicht so übertrieben geil. Die da lächelt mich so an von der Seite. Oh, Alter. Schlechtester Zustand der Welt. Oder in dem Moment gehört die so? Nee. Kampfspuren. Ja, Mist, da sieht man das Bild ja nicht. Na, okay, vergiss es. Ja, Moment, hier sieht man es ja. Ja, nee, so sieht die nochmal nicht aus. Weiß gar nicht, was ich beim letzten Mal gezogen habe. Was habe ich beim letzten Mal nochmal gezogen? Ach ja, genau. Ja, warte, hier ist es ja eh noch. Hier. Genau, von der hier bis dahin. Also die 10 Skins. Dreimal lila und einmal lila Statrick Factory New 8 Euro. War ich gar nicht mal so schlecht. Jetzt habe ich dreimal so viele Cases, da muss ja mal was Gutes bei rauskommen. Mal wieder, besser gesagt. Das letzte richtig Gute, was ich gezogen habe, war das letzte Knife. Wobei, stimmt. Doch, vom Wert her schon. Vom Wert her schon. Wartet mal. Okay. Letzter Key. Erster Case. Pro-Mechanics anmachen hier. Oh, die sieht da. Oder? Ne, Moment, die sieht ja ganz normal aus. Oh. Shit. Minimal. Das wird mich jetzt schon mal interessieren, was die wert ist. Die sieht so geil aus, die würde ich eventuell sogar benutzen. Oh, die ist 5 Euro wert. 5,35. What the fuck? In Minimal. Lol. Nice. Okay. Na, wartet mal, wartet mal. Dann funktioniert das System ja. Dann machen wir damit weiter. Ich glaube, die Cyrix ist auch ziemlich viel wert, die SG. Mach 4,8 easy life, easy life. 4,8. Ja, ich mache jetzt nur die falschen Keys, das heißt, es wäre dann der hier, wenn man es von oben macht. Und 8. Also die. Hab damit Bayonet Slaughter gezogen. Ja, das habe ich schon, das will ich gar nicht ziehen. Ja, nee, Spaß, ich würde es gerne nochmal ziehen. Ah, naja, nicht ganz. Wenigstens einen lilanen und diesmal nicht in. Arschzustand. Oh, die können Factory New sein. Die ist Factory New. Die ist Factory New. Ja, nee. Letzte, erstes. Das funktioniert. Bin mir ziemlich sicher, dass das funktionieren wird. Fuck. Boah, die sieht auch so mega hässlich aus. Die wird mir nicht mal angezeigt. Genau wie die Nova Ranger. Die einfach so ugly sind, die Skins. Die sehen halt genauso aus wie die grauen Skins.
Weiß gar nicht. Ah, nee. Ich muss mich schon meine alte Taktik halten. Sonst funktioniert das ja nicht. Ja, weiß jetzt gar nicht, was besser ist. Ah, fuck, da wäre die. Nein! Da wäre die Statrick wahrscheinlich besser gewesen. Weil, wenn die Factory New gewesen wäre, ich glaube, die Galil ist sogar noch ziemlich was wert. Also, ein Statrick Factory New. Fuck it. Weil das Knife will ich eigentlich gar nicht, ne? Ich will eine von den beiden. Oder dann bei der Chroma-Kiste, die Hyper Beast. Wobei ich jetzt M4A4 spiele, von daher wird dem ersten eigentlich gar nichts bringen. Das Ding ist halt, bei Huntsman kriege ich die Vulcan AK. Die will ich eigentlich auch nicht wirklich. Und da ist der andere Red. Diese Mega. Ich weiß gar nicht, welche ist das? Desert Strike, glaube ich. Ah, ne, Chromas mache ich am Schluss. Ja, genau, die Desert Strike. Und die ist halt, keine Ahnung, Euro wert oder so. In der schlechtesten Condition und in der besten. Da war die Hyper Beast. Oh, fuck my life. Und eine Nemesis war auch noch da. Ja, und Breakout, Cyrex und Asimov. Asimov habe ich schon, Cyrex will ich nicht. Und die ist auch nicht mehr so ultra viel wert. Statrex schon noch, aber normal jetzt nicht mehr so ultra viel. Und dann halt das Butterfly Knife. Bleib stehen! Nein! 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 Schon wieder, Alter. Gib mir doch die fucking Statrack. Da mache ich wenigstens nicht ganz so viel Verlust. Als mit diesen Drecks-UMPs. Wieso wird mir nicht die angezeigt und die hier nicht? Was ist das für ein Scheiß? Ja, und was gibt's denn noch? Winteroffensive kostet momentan, glaube ich, 70 Cent. Sauteuer. Weil irgendwie kann schon keiner mehr droppt. Oder vielleicht kann man sie auch nicht mehr droppen. Die E-Sportkisten sind. Oh, verdammt, da war schon wieder ein Red. Die E-Sportkisten sind auch nicht so mega geil. Die Waffenkisten habe ich erst 100.000 Mal geöffnet. Da habe ich jetzt mittlerweile eigentlich jeden Skin draus gezogen. Ja, und außer der Blood and the Water ist da eh nichts besonders Gutes drin. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon wieder. Chroma 1 ist mega kacke, das weiß jeder. Die zu öffnen ist so ziemlich das Schlimmste, was man machen kann. Und dann. Vanguard gäbe es noch, aber die Wasteland habe ich und die Fire Elemental habe ich. Also die Cases bringen mir ja so wirklich gar nichts mehr. Eigentlich müsste ich gar keine mehr öffnen, weil ich habe einen geilen Knife-Skin. Ich habe für M4, AK, AWP, Reds und dann noch ein paar andere Reds. Also Schrotflinte und so ein Scheiß noch. Ja, und eigentlich für jede Waffe fast genau den Skin, den ich haben will. Für ein paar Waffen noch nicht, aber... Bei SG zum Beispiel gibt es keine Ultra-Gain-Skins. SG hat nicht mal einen roten Skin, also. Damn it. Das sind Zustand ist die Minimal. Leg ich mal den Skin an, das ist Minimal. Ja, die sieht halt einfach so. Ja, gut, okay, nee. Das ist schon noch ein bisschen abgefragt. Die sieht halt einfach scheiße aus, egal welcher Zustand die ist. So. Was waren die eigentlich? Kampfspuren und die? Einsatzabrupt. Ja gut, aber wenigstens habe ich ziemlich viele Lilane. Ja, die Bravo-Cases sind auch so eine Scheiße. Das ist genau eine... Also, ja gut, wenn du Knife ziehst auch. Aber ja, das sind halt die Chance von drei, sage ich mal, guten Sachen drin, wo du eventuell Gewinn machst. Und alles andere muss Statrack Factory New sein, dass du auch nur ansatzweise das zurückbekommst. Oder naja, gut, Statrack Factory New kriegst du wahrscheinlich zurück. Aber ja, du brauchst schon ziemlich viel Luck, um da Gewinn zu machen. Und die Fire Serpent ist doch irgendwie sau selten in Factory New, glaube ich. Alter. Okay, mache ich mal letzte. Mal die Taktik ändern, kurz vor Schluss. Ah, Nova Ranger. Oh. Könnte jetzt einfach mal interessieren, ist die Factory New? Nee. Ist die Factory New? Nee. Die Leute sind beide eins. Nee, Schwachsinn. Einfach mal interessieren, was die wert ist. Wahrscheinlich 3 Cent. 8 Cent. Das ist echt. Ja. Schlag ins Gesicht.
Aber dafür auch saugeil. Ich finde die Fire Serpent gar nicht mal so geil, aber nicht, also nicht so. Ich meine, die ist ja fast so viel wert wie die Howl. Und die Howl sieht einfach nur 10-mal geiler aus. Alter! Jetzt kriege ich aber gar nichts mehr. Ich überlege gerade, ob ich die 10 anderen Cases dann danach machen soll. Also halt noch ein Game und dann. Erstmal die letzte Fälkin. Weil ich die Cyrix sogar benutzen würde, also die könnten sie mir schon geben. Finde ich. Man spielt doch eh kein Mensch SG, ja, da können sie doch mir den SG-Skin geben, der einzige Mensch, der die spielt. Und eine P90, wow. Okay, das war die neue Case. Ja, der Anfang war gar nicht mal so schlecht, aber dann jetzt 5 Blues in a row. Und davor die Farmers, die würden mich jetzt auch einfach mal interessieren. Die ist ja sogar minimal, ne? Ist wahrscheinlich auch gar nichts wert. Also wahrscheinlich nur deswegen, weil sie lila ist, noch was. Ja, 50. Ja, widerlich. Was habe ich eigentlich nochmal? Ja, genau, Farmers Sticks. Ja, mit der Nemesis glatt gehabt und dann bergab gegangen. Ja, doch, ich mach's jetzt gleich auf. Ja, sonst, ich werde es ja noch auf YouTube hochladen, also abgesondert. Deswegen kann ich es gar nicht splitten, weil dann müsste ich zwei Videos machen. Gimme Knief! Ah. Ja, nicht mal die Statrick. Dann nicht mal die Statrick. Ja, machen wir jetzt mal erste, letzte. Wir drehen es einfach um. Es funktioniert nicht. Oh Mann, ich bin in einer richtig fetten Blue Streak. Das war jetzt der siebte. Wahrscheinlich auf die Cases von irgendeinem abgekauft, der überhaupt keinen Lack hat. Ist da eigentlich noch so drin? Ach, da ist die Swag 7 Heat drin, oh lol, tatsächlich. Ach, dann habe ich die da raus. Ja, die benutze ich nämlich. Die ist ziemlich geil. Dann gibt mir wenigstens noch eine Statrick Vanguard. Nicht ganz. Noch ein Blue. Alter, das, die Farben hier gefallen mir gar nicht mehr da oben. Es nimmt langsam. Ey, wenn das jetzt so weitergeht, das kann doch nicht wahr sein, ey. Mal die da auf. Oh, da war die Statrick Pole Position. Zwischen. Ach, come on. Geben wir nicht mal die Lila nennen, das ist so eine Frechheit. Oh, Leute, die sieht ja voll geil aus. Und oh, die ist auf Factory New. Alter, die sieht ja voll geil aus. Wahrscheinlich sieht sie in-game voll kacke aus. Na, die benutze ich. Würde dir ja meine Hole schenken, aber naja, gescammt. Erst das bin ich nicht angewiesen. Ich ziehe die Hole einfach. Was seit 4 Jahren nicht mehr möglich ist, gefühlt. Ja, nee. Die Hole ist aber echt geil. Und die ist halt wirklich nur so teuer, weil es sie nicht mehr gibt. Ich wette, die würde, wenn es die noch geben würde, würde die bestimmt nicht mal 50 kosten. Egal wie geil sie aussieht, weil es wäre ein ganz normaler Skin einfach, den dann seit einem Jahr bekommen kann. Ach komm! Geben. Junge, was ist denn das? 10er Blue Streak. Ich habe jetzt 10 Cases in Folge nur Blues bekommen. Das ist doch gay shit. 2. Alter. Ohne Scheiß, die wievielte Valence ist das jetzt? Auf voll gegen das Mikrofon geschlagen. Läuft bei mir.
Ich kann nicht mal schreiben. Schaut euch das an. Das kotzt doch einfach nur noch an. Und die einzige Stat-Track, ja, die ist Kampfspuren. Cent wert, ey. Das ist. Wenn die noch in Case wäre, würde die Hole keinen jucken. Na, eben. Und ich glaube, die finden auch. Ja, genau. Finden sie alle. Ich meine, das ist eine Stat-Track Negative, aber es ist Stat-Track. Was ist das? Ja, langsam wird es schon. Ey, was? 12er Blue Streak. Oh, Mitte, Mitte. Haben wir noch gar nicht gemacht. Ja, gut, es ging auch bisher nicht. Also höchstens bei 5 und 7 da. Ja, aber bei 7 geht es ja eben nicht. Das kann halt echt nicht wahr sein, ey. Gimme Knief. Alter, wie halt auch einfach nur. Ich glaube, ich habe noch keine Hyperbeast in der Case gesehen. Das ist so unglaublich, ey. Alter. Gaben. Du fixst mich gerade ziemlich hart an, mein Freund. Wenigstens eine Monkey Business oder so. Irgendwas, was ich noch spielen würde. Alter. Ich hab's jetzt sogar noch gecallt, ne? Ich hab's noch gecallt, dann kommt die in Stat-Track wahrscheinlich noch Factory New und ich krieg den Blue. Alter. Ist das dein Ernst? Ich. Ich bin gerade so kurz, ey. So kurz davor. Ohne Witz, das muss ich jetzt nachschauen, bevor ich die letzte aufmache, wie viel die in Stat-Track Factory New wert ist. Wenn die jetzt so viel wert ist, wie ich befürchte, raste ich aus. Ganz davon abgesehen, dass ich sie benutzen würde. Ja gut, wobei Stat-Track Factory vielleicht nicht, aber ich sie verkaufe und mir eine normale Factory New holen. Erstmal Business falsch schreiben. Fucking Bullshit. Na, Monkey 5 sollte reichen. Ja. Die gibt's nicht in Factory New. LOL, in Minimal ist sie 41. Gaben. Schaut euch das an, Mann. Das sind 15 Blues, also 16 Blues, 15 normale und ein Stat-Track, Alter. Das ist. Schaut euch das an, wie es hier einfach noch so voll normal ist. Bei den ersten 12 dann einfach nur noch Scheiße, ey. Heilige Scheiße, Alter. Da fehlen einem die Worte, ey. Mal kurz schauen. Ja. Ich mache jetzt was richtig Dummes. Lol. Oder auch nicht. Steam lässt mich nichts Dummes machen. Das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen, ey. Das war beim letzten Mal genauso. Da habe ich nur Scheiße bekommen. Ja. Und da war die Chroma 2. Da ich nur Scheiße bekomme, ohne Witz, wie das mir einfach nicht gönnt, gerade geben. Ah. Nur Scheiße gezogen und dann in drei Cases am Stück. Erst die Trigon P90 Minimal, dann die SSG Minimal und dann Knife. In drei Cases. Und davor nur Scheiße gezogen. Alter, Steam fuckt mich jetzt nicht ab hier. Kann ja nicht wahr sein. Ah, die lassen mich auf dem Markt nichts kaufen gerade. Mal den Klient probieren. Das war schrecklich. Alter, die lassen. Ist das jetzt denn ernst geben? Junge, der lässt mich keine Cases kaufen. Und ich habe halt keine Chroma 2. Habe ich noch Chroma 2?
Wahrscheinlich nicht. Breakout Phoenix, was war das hier? Chroma 1, Chroma 1, Breakout Vanguard. Phoenix Vanguard meine ich. Und dann hatte ich nie noch zig Chroma 1 Kisten. Nee. Ey, diese Bastarde, Mann. Ist der. Ich schieb dem gerade 20 Euro in seinen Arsch. Ja. Und er lässt mich nicht mal Cases kaufen. Der Kerl. Der Kerl treibt's ziemlich weit. Nochmal probieren. Na, jetzt geht's. Das wird mein gesamtes Steam-Guthaben jetzt. Ich habe mir extra noch was auf. Keine Verbindung zum. Alter. Junge. Lol. Moment mal, habe ich die jetzt schon gekauft? Wartet mal. Nicht, dass der Scheiß jetzt einfach nur verpackt ist. Nee. Das ist echt unglaublich, Mann. Du willst denen Geld geben, ja? Und die sagen so, ja, nee, jetzt nicht, jetzt passt uns gerade nicht. Jetzt aber, oder? Nee? What the fuck? Weiß halt gerade gar nicht. Ah, jetzt, lol. Ah. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Bin ich zum Handeln eingeladen? Ach ja, genau, Moins, dann Sonics. Gar nicht gesehen. Oh, da kommen die Chroma 2 Kisten. Viel habe ich jetzt? 5. Wieso kauft ihr denn? Ich check's nicht. Ich habe 9. Der kauft nur 5. Und vor allem, da sind dann welche für 13 drin. Lol, ich fühle mich gerade irgendwie voll verarscht. Warte mal, wie viel hat der? 2. Ne, es kommt keiner mehr. What the fuck? Hier, ich sehe den Kaufauftrag sogar noch. What the fuck? Vielleicht nochmal einen 9er stellen. So viel brauche ich gar nicht. Er hat gerade geschrieben und habe noch so um die 5 Stück. Ich brauche jetzt noch 2. Und ich probiere gleich nochmal einen neuen Kaufauftrag zu machen. So. Wie sich das hinzieht einfach nur. Ich wollte einfach noch mal schnell 9 Stück aufmachen, ne? Hey. Und das ist jetzt verarscht die mich aber komplett, ey. Es geht wieder nicht. Da kommt immer diese schwule Meldung, Verbindung zum Gegenstand selber nicht möglich, Alter. Ohne Witz, ey. Game, fick dich. Wieso nicht? Damit, ich glaube, ich muss das Spiel mal neu starten. Oder Steam. Oh, ich da fuck halt ab, Mann. Junge. Das setzt sich mit Platz gleich der Kragen hätte. Vor allem, wieso kann ich 5 kaufen? Bei 4 hört er dann auf und dann kriege ich wieder keine Verbindung zu diesem Kacki. Scheiß drauf, ich mache jetzt einfach 5 Stücke drauf geschissen. Dann behalte ich die 4 Keys halt. Da waren 2 Wormgods hintereinander und noch eine dritte und ich krieg wieder die Deko.
ist wieder Factoring, oder? Ja, ist... Oh, lol. Achso, das waren die von dem Trade gerade. Oder? Ja, doch. Ja, klar, waren die das von dem Trade. Ich kann da keinen Kaufauftrag mehr stellen. Komm schon. Jetzt aber mal Key Business. CZ Pole Position. CZ Pole Position. Na, wenigstens die Blue Streak mal gebrochen hier. Steam spackt gerade rum. Brauchst du mir nicht sagen, ey. Ja, aber passt schon. Danke für die beiden Cases. Ich probiere es jetzt nochmal. Einfach nur eine kaufen, eine einzelne. Alter. Game, du. Ich beleidige mal lieber nicht weiter, erst wenn ich dann nichts mehr gezogen habe. Ach komm. Ja, komm. Bitte. Wenigstens der Trigger Car. Oh, wenn die Factory New ist, dann ist die, glaube ich, sogar noch ziemlich was wert. Minimal. Bestimmt noch ein Euro wert. Ziemlich safe sogar. 5,30 ist die VR. Sehr geil. Nice. Ja, also so muss es einfach die ganze Zeit. Wenn ich schon Blue bekomme, dann sowas. Oder auch in normal. Besser die Elite-Bilder ist so eine Kack-Nova Rain. Na ja, gut, wobei die kann ja gar nicht drin sein, aber ja. Ja, mich fuckt das jetzt trotzdem ein bisschen ab. Wieso kann ich keine scheiß Sachen kaufen, Mann? Vor allem, ich kaufe halt täglich irgendwelche Scheiße auf dem Community-Markt. Und jetzt geht's plötzlich nicht, wo ich es einmal live mache. Eine Case 14 Cent. Lässt mich nicht kaufen. Das ist so unglaublich, Alter. Jetzt muss ich in meiner Steam-Freundesliste betteln, dass mir irgendjemand eine Chroma 2-Kiste verkauft. Boah, wie viele Stat-Trigger-Caster gerade waren. Damn it. Damn it. Es hat Geld, dass die Schlüssel nicht, dass man nicht einfach mit irgendeinem Schlüssel irgendeine Case aufmachen könnte, weil Cases hätte ich genug. Komm schon. Jetzt fuckt er mich aber komplett ab, Mann. Jetzt sehe ich nicht mal mehr, was kommt, ey, aber wenigstens ein Ping. Jetzt, wenn es so weit kommt, also wenn schon, sogar schon der Inventar-Bug kommt, dann geht gar nichts mehr gleich. Ohne Witz, ich starte jetzt kurz neu. Das fuckt mich jetzt so hart ab. Ich kann nichts kaufen. Ich sehe meine Cases nicht. Heilige Scheiße. So. Yes. Fuckt mich jetzt nicht ab mit Steam-Updates hier. So, okay, es sind keine Cases mehr dazugekommen, hätte ich jetzt aber ehrlich gesagt noch nicht erwartet. Zipzer LP, hi. So, jetzt kommt die Entscheidung der. Ich finde es ja eh so geil, dass ihr das Steam-Overlay bei mir nicht seht, aber immer wenn der Ton von CSGO weggeht, dann bin ich in dem Overlay. So, eine Chroma 2-Kiste für 13 Cent. Kaufauftrag. Oh Mann, ich bin so kurz davor, ey. Ich habe gerade mein letztes Steam-Guthaben für dieses Kackspiel ausgegeben. Jetzt lässt er mich nicht für 13 Cent so eine schwule Case kaufen. Und wenn ich dann welche öffne, kriege ich dann wieder Bronze. Die go wieder in Factory New, Mann. Was ist denn los, Mann? Gibt's die Waffe überhaupt in einem anderen Zustand? Ich habe jetzt dreimal in Factory New gezogen. Er ist übelst warm bei mir. Arschwasser auf tun. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das versteht wohl jeder männliche. Im Sommer. Jede männliche Person, meine ich. Komm schon, jetzt gib mir das Knife. Ich hasse dich, Game, weißt du das irgendwann? Dreimal P2. Bitte sag nicht LP dazu, ich habe den Account mit 12 gemacht. Okay, dann nur Zipzer, sorry.
Das ist jetzt, ich habe jetzt zwei Keys und ich kann jetzt nicht öffnen, ey. Schauen, ob es geht. Geht natürlich nicht, wobei die will ich gar nicht öffnen, die Cases, gay. Oh Mann, was ist denn das jetzt? Nochmal. Hat irgendjemand hier im Stream Chroma 2 Kisten? Ich gebe euch dafür Skins, die 13 Cent wert sind. Ich gebe euch Nova Ranger und in so eine Scheiße. Irgendwas, was halt genauso viel wert ist. Meine Güte, ey. Bis noch ein letztes Mal. Es geht nicht. Das ist ziemlich gay. Gaben hasst sie. Wieso sagst du sie? Dino. Nur eine. Oh, come on. Er hat nur eine. Ich gebe dir eine Valence in Einsatz erprobt. Dürfte, oder? Was ist die Valence wert? Ja, wenn Einsatz erprobt, dürfte die schon 13 Cent wert sein. Die ist ja trotzdem ziemlich, die ist wahrscheinlich sogar mehr wert. Oder? Ist wahrscheinlich jetzt genau 3. Die ist 9 Cent wert. Oh, Leute, hat schon. Ja. Jetzt. Fuck. Leute, nur weil ich jetzt noch was reingezogen habe, muss ich hier nochmal so eine dämliche Vertrauens. Ja. Jetzt scammt er mir wahrscheinlich meinen Knife weg hier. Dino. Mit seinem Smurf. Oh, ne, Moment mal. War das denn Smurf? Nein. War er nicht. Braucht man noch diese zusätzliche Bestätigung? Alter Schwede. Ich liebe Steam einfach nicht, ey. Von wie lange sich das jetzt hingezogen hat? Wie lange sitze ich jetzt hier schon und warte auf die Scheiße? Also, nicht hier euch mit Scheiße, sondern auf Gaben, bis der scheiß Steam-Markt wieder geht. Jetzt muss ich noch eine E-Mail bestätigen. Ohne Witz, Gaben. Du hast es wirklich geschafft, heute mehrere Personen gleichzeitig richtig hart abzufacken. Sonix hat auch noch eine. Du kriegst auch eine Valence ins Einsatz erprobt. Die habe ich ungefähr 37 Mal. Chroma 2 Kiste. Da ist ja der Nametag. Scam die nun mal. Safe. Jetzt braucht er auch noch eine E-Mail-Bestätigung, Alter. What the fuck, ey. Aber danke an Dino und Sonix für die Cases, die dann kommen, wenn die E-Mail-Bestätigung. raus sind. Aber ich weiß, das kann man nirgendwo abschalten. Ich habe das auch abgeschaltet. Das fuckt so ultra hart ab, ey. Vor allem wegen so einer 10-Cent-Case, ja, bist du. Brauchst noch so eine E-Mail-Bestätigung, so als würdest du irgendwas 300-Euro-Ding traden. Oh, web.de. Das hasse ich auch. Ich weiß mein Passwort bei web.de auch nicht mehr. Ich glaube, die E-Mail-Adresse habe ich mal für ziemlich wichtige Sachen benutzt. Egal, ich probiere es jetzt einfach nochmal. Aber ich kaufe irgendwas anderes. Ja, stimmt, ich kann ja einfach mal probieren, was anderes zu kaufen. Wartet mal. Vielleicht geht ja wirklich nur Chroma 2 nicht. Kann ich jetzt echt mal probieren. Es dauert jetzt eh noch, bis die Dinger hier mal ankommen. Da, Breakout, 3 Cent. Kaufen. 500.000 Stück, ey. Für 3 Cent. Und es geht nicht, Mann. Gelben. Ich hasse dich.
Ah, ich Idiot. Ich hätte es im Browser schon mal probieren können. Ich überlege irgendwie gerade, ob ich nicht nochmal Steam-Guthaben aufladen soll. So, jetzt scrollen wir zwei Kiste. Lol. Nein. Auch ich dachte, es geht. Gaben, du Mistkerl. Ich überlege aber gerade echt. Ja, das Ding ist halt, wenn man so richtig fett Pech hatte, wobei das ist schon, Alter, schaut euch das mal an hier. Das ist halt ein Pink. 3, 4, 5, 6, 7. 3 Pinks und 7, ja, das heißt 20 Blues und davon 2 Stat-Track, oder? Da ist kein Stat-Track. Einer, zwei. Ja, zwei. Jetzt nimm an, was? Wurd? Lol. So, Nummer 1 ist dann mal angekommen. Das muss jetzt aber auch ein Knife werden hier. Yes! Stat-Track Pole Position. Oh, komm schon, Factory New. Oh, das sieht Factory New aus. Die sieht nicht Factory New aus. Einsatz erprobt. Oh. 84. Willst du mich verarschen? Die ist 84 Cent wert? Oh Mann, und ich dachte, ich habe was Gutes gezogen. Oh Mann. Da fällt man ja mal hart drauf rein. Die ist 84 Cent? What the fuck? Die Wurmgott ist halt. Ja, gut, okay, es ist ein AWP-Skin, aber trotzdem. E-Mail bestätigt, da kommt nichts an, besser nichts. Ja, was mich gerade so heftig hart abfuckt, ist, dass ich nichts kaufen kann, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, wartet mal. Ich starte jetzt mal Steam neu, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Steam liegt. Ja, mach es ganz schnell. Ups. Ups. Erstmal alles anklicken hier. So. Einfach direkt CSGO starten. Wobei es ja im Browser auch nicht ging, aber. Wieso geht es eigentlich im Browser nicht? Der hat doch überhaupt nichts mit. Ja, gut, vielleicht geht es Steam allgemein gerade gar nicht. 1 Euro habe ich noch. Ohne Witz, ich brauche jetzt ein bisschen Up-Rage-Musik. Also, wo du weniger raged. Wieso startet jetzt startet CSGO nicht mehr. Ist es jetzt real? Jetzt. Überprüfen Sie Ihre Handelsangebote. Wieso schreibt ihr mit Sie? Das wäre hier ein Professor. Ein Professor für Gamefuckologie. So. Nein, falsch hier muss ich. Das Handelsangebote, what? Was zum Teufel war das? Was zum Teufel war das für ein Geräusch, Alter? P90 Asimov. In Einsatz erprobt gegen meine atomige Loy habe ich ein Handelsangebot bekommen. Fuck. Der heißt Abzocker Teuger. Alles klar. Ja, genau. Okay, das wollte ich jetzt schauen. Also, ich wollte halt nur kurz noch 9 extra Cases machen. Jetzt bei der 9. schaltet es komplett.
So, Chroma 2. Wünscht mir Glück. Es geht safe nicht, weil es im Browser auch nicht ging. Also entweder liegt es in Steam oder in meinem Account. Was irgend. Es geht nicht. What the fuck ist das, ey? Wahrscheinlich haben die meinen Account gesperrt, dass ich. Ja, es würde eigentlich keinen Sinn machen. Alter, was ist denn das, Mann? Wen sollte ich hier noch adden? Tolle. Es ist wahrscheinlich Teuger, ne? Ah, der Abzocker-Teuger läuft. Und ist der Smurf-Account von gestern. Dieser Account, der von jedem mal durchgenommen wird. Habe ich eigentlich noch P250 Valence in Einsatz erprobt? Ja, natürlich habe ich noch P250 in Valence in Einsatz erprobt. Wie oft habe ich die denn noch in Einsatz erprobt? Eins, zwei. Habe ich die nur in Einsatz? Ich habe die nur in Einsatz erprobt. Einmal in Minimal und einmal Static Kampfsprung. Fuck. Ich könnte mir noch 100.000 Chrome und zwei Kisten ertraden. Kommt wahrscheinlich wieder E-Mail-Bestätigung. So safe. Ah. Na, nein, tatsächlich nicht. Vielen Dank, Abzocker, Tolga, Tolle. Komm schon. Da ist jetzt ein Knife drin. Da muss jetzt ein Knife drin sein. Ich habe jetzt. Wie lange habe ich jetzt gewartet? 10 Minuten, glaube ich. Weil, was heißt gewartet? Ich kann ja nichts kaufen. Ja, ich mache das ja nicht mit Absicht. Fucking Steam. Ich drehe mich um. Ja, ich hole mir was zu trinken, genau. Mein Wasser ist eh leer. Okay, perfekt. Wartet, ich darf es aber nicht sehen, bevor ich den Raum verlasse. Ich muss jetzt schon mal aufstehen. So. Okay. Ich bin in einer Minute, 20 Sekunden wieder da. Wow. 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 In Minimalware. Wow. Ich weiß, es ist eine dumme Entscheidung, aber ich mach's. Ich sehe das jetzt einfach nicht ein. Was ist noch ein ausstehendes Handelsangebot? Ach ja, genau, das war ja das. Ja, sorry, aber P90 habe ich schon. Und meine Atomic Alloy. Beim Verändern jetzt. Alter, ich kann nicht mal mehr Handelsangebote ablehnen. Ist das jetzt real? Alter. Dann kann ich wahrscheinlich jetzt eh nichts mehr aufladen. So. Illuminati confirmed. So. Ja, das geht natürlich noch, ne? Ja, aufladen kann man natürlich noch. Ich kann keine Handelsangebote. Weil es unlogisch ist, Handelsangebote annehmen, wobei das ist ja was anderes. Weil das waren ja Live-Trades, wo ich mit drin war und keine Angebote. Aber trotzdem ist. Ist komisch gerade. Ach so, vielleicht muss ich erst die Cases kaufen. Das probiere ich jetzt mal aus. Ich habe eine neue Taktik. Erst die Cases, dann die Keys. Vielleicht geht's dann.
So. Okay, I did it, boys. So. Machen wir fünf. Ja. Machen wir fünf. So. Das geht wahrscheinlich eh nicht. Es geht. Willst du mich eigentlich verarschen geben? Oder wobei es lädt noch? Doch, es geht. Ja, da ist es auch schon. Der Kerl ist unglaublich. Oh Mann. Das ist jetzt ein Witz, oder? So. Hat jetzt halt gefühlt 5 Milliarden Jahre gedauert, bis ich jetzt mal irgendwas auf die Reihe bekommen habe. Aber anscheinend kann ich jetzt wieder kaufen. Ja, das muss. Ja, ohne Scheiß, Alter, was war denn das, Mann? Ja, aber ich glaube eher, dass es daran liegt, also dass es nicht an der neuen Taktik liegt, erst die Cases, dann die Keys, sondern dass es an der Taktik liegt, dass du einfach nochmal Kohle reincashst, ey. Dieser geldgierige Wichser. Da war schon wieder. War die Star Trek die. Ich glaube, die war Star Trek. Komm schon, gib mir die Valence. Gib mir die Valence. Gib mir die Valence. Junge. Ich habe extra Valence gesagt, damit was Gutes kommt, ja, aber wenn du das. Die ist wieder. Nee, diesmal ist. Oh, eine Bronze-Deko, die nicht Factory New ist. Mein Luck ist ja heute unf. Oh, es ist Einsatzerprobt. Naja. Naja. Achso, Moment mal, so kann ich den Key ja gar nicht auswählen. So muss ich es machen. Letzter Key, mittlere Case. Die Schlüssel zum. Das ist der Key und die Case zu Gabens Herzen. Passt auf, da sind jetzt 5 Knives drin in der Case. Das ist die Super Case. Welche soll ich nehmen? Oh, der fucking Stream Delay ist so hoch, ne? Sehe ich gerade, wie ich nochmal. Oh, wie ich nochmal die Negev ziehe. Oh, das tut weh, es zweimal durchzumachen. Ja, ich nehme die. Ich habe schon Asthma-Anfall hier. Oh Mann, ey. Also, ich habe kein Asthma, aber das. Die war schon wieder Star Trek, die Monkey Business, Mann. Stehe so kurz davor. Mann, Gaben, Mann, was habe ich dir getan? Ich habe dich mehrfach beleidigt, okay, aber okay. Message angekommen, Gaben. Na, Chris, wie geht's? Nicht gut. Oh! Gabe, ich liebe dich. Ich liebe dich, Gabe. Oh, ich liebe dich, Gabe. 30 Euro. Oh, nice. Okay, Gabe, du hast es wieder gut gemacht. Jetzt sind wieder Bros. Wir sind wieder Bros, Gabe.
Euda, die sieht halt überhaupt nicht einsatzabrupt aus. Euda, ich hab ne Hyperbeast. Ich hab's euch gesagt, ich hab's euch gesagt, ich hab's euch gesagt, Mann. Ich hab's euch gesagt. Oida. Oh Mann. Fucking, schaut euch das an, was für eine Scheiße ich ziehe und dann einfach so eine Hyperbeast, Mann. Alter, es hat den Verlust wieder reingeholt. Und dann noch die Statrex, wo ich hier gezogen habe. Ja, ich glaube, ich bin jetzt noch ganz glimpflich davon gekommen. Erstmal nochmal 5 Stück kaufen, sagst du? Ah, nee. Oder doch. Komm, drauf geschissen. Das ist einfach, dass ich darf jetzt nicht aufhören. Mal. Jetzt hat das Luck angefangen, ja. Nächstes Knife. Und danach ziehe ich noch die Neon Rider. Die habe ich zwar schon, aber die ziehe ich dann trotzdem. Es geht wieder nicht. Willst du mich verarschen? Gaben. Alter, das ist jetzt ein Witz, oder? Doch, es geht. Oh, ich dachte schon. Ja, weil der Kaufauftrag immer so ewig lang zum Laden braucht, da kriege ich jetzt schon Schiss, wenn es nur 2 Sekunden dauert. Ja gut, vielleicht sollte ich warten, bis die Cases da sind, sonst hört es wieder bei 3 auf und kauft die anderen beiden nicht. 4. Moment, habe ich überhaupt noch genug für 5? Also 5 Cases sind da, daran kann es nicht mehr scheitern. 11,45. Ja, ich habe noch 13, passt. Bam. So, Boys, direkt weitermachen. Nonstop. Bam, Junge, das habe ich, sowas habe ich einfach im Urin, ey. Nicht aufhören, einfach weitermachen, einfach weitermachen. Oder ich sag's euch, Mann, das ist halt sick, Mann. Nicht aufhören, einfach weitermachen. Junge, komm schon. Knife, 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 knife. Fuck, Valens, ich hasse dich, Valens. Komm schon, komm schon. Knife, 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 knife. Alter, hast einfach mal 7 Armor Cores hintereinander. Statrek Deco. Und die letzte auch noch schnell durchrushen. Dann kommt auch noch was Gutes. Komm schon. Knife, 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 knife. Fuck. Egal. Oh Mann, die Salty Boys im Chat. Minimal. Beide Minimal. Ich habe einfach zweimal die gleiche Case gehabt. Die ist wahrscheinlich nicht mal was wert, oder? Na doch, 5 Euro. Oh, nice. Ja, dann habe ich die Cases jetzt. Ja, dann habe ich die im Endeffekt umsonst drauf gemacht. Wenn man die Deko hier noch dazu zählt, auf jeden Fall. Ja, nice, Boys. So muss das sein. So und nicht anders. So und nicht anders. Sieht ihr?